Wir haben jetzt noch mal echtes Leben. Ein Riesen-Comeback von Sophia Flörsch. Wahnsinn, diese Frau. Im Finale der Formel 3 hatte sie vor 6 Monaten diesen schweren Unfall. Vielleicht haben es einige gesehen. Ihr Wagen hob ab und krachte in eine Schutzwand. War ein unglaublicher Unfall. Sie hat sich tatsächlich damals auch schwer verletzt. Das ist noch ein Bild von damals aus dem Krankenhaus. Umso großartiger, was sie danach geleistet hat und was jetzt wieder möglich ist. Sie ist zurück, die 18-jährige Sophia Flörsch aus München. Brisant trifft sie am Rande der Formel E in Berlin, die junge Frau mit viel Energie. Dabei liegt der Unfall, der die Motorsportwelt und viele andere erschaudern ließ, gerade ein halbes Jahr zurück. Als Sophia Flörsch mit mehr als 270 km/h in Macau abhob und in ein Gerüst vor einem Haus krachte. Also ich weiß alles noch von dem Unfall. Ich weiß noch jeden einzelnen Moment und das ist für mich sehr positiv. Also ich bin da sehr glücklich, dass ich noch alles weiß, weil es im Auto eben nicht schlimm war. Aber dass ich abgehoben bin, in ein Haus rein, alles, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich war selbst erstmal geschockt, als ich das Video gesehen habe, weil sich das halt nicht so schlimm angefühlt hatte. Sophia Flörsch ist auch danach ansprechbar. Sie hat sich einen Brust- und einen Halswirbel gebrochen. Ihr wird eine Titanplatte mit 5 Schrauben im Halsbereich eingesetzt. Mein Papa war mit Macau, der hat das alles mitbekommen. Ich glaube, das Schlimmste so war es für meine Mama und meine Schwester, weil die zu Hause in München waren und das Video gesehen haben und dann erstmal eine Stunde auf eine Antwort warten mussten, was überhaupt mit mir los ist. Sophia Flörsch kämpft. Ende Januar wird sie für geheilt erklärt. Und nun beginnt ihr Training für das Comeback. 7 Kilo Muskelmasse müssen aufgebaut werden. Dazu kommen die seelischen Belastungen, die sie meistert. Im März sitzt sie wieder in einem Formel-3-Auto. Im April fährt sie ihr erstes Rennen nach dem Unfall. Nie hat jemand zu mir gesagt, also aus meinem engeren Umkreis, dass ich es nicht mehr machen soll. Also natürlich kam die Frage, willst du wieder ins Auto zurück? Traust du dir das wirklich? Und alles, weil das Video an sich halt einfach super schlimm ist. Aber keiner hat dann irgendwie gesagt, nee, Sophia, ich will das nicht oder sowas. Weil jeder auch weiß, wenn er es sagen würde, wäre ich stinksauer. Seit sie 4 Jahre alt ist, fährt Sophia Flörsch Rennen. Meist ist sie auf der Rennstrecke das einzige Mädchen und trotzdem setzt sie sich durch. Die Jungs müssen sich daran gewöhnen, dass Sophia Flörsch sie überholt und auf dem obersten Treppchen steht. Das Mädchen früh anfangen in der Noch-Männerwelt Motorsport, dafür setzt sie sich mit verschiedenen Projekten ein, zum Beispiel bei der Formel E. Ich will den Mädchen halt auch zeigen, dass wenn du im Motorsport bist, was eine Männerwelt ist im Moment noch, du trotzdem noch ein normales Mädchen sein kannst und trotzdem noch Nagellack haben kannst und lange blonde Haare und dich schminken kannst und alles und dass du eben nicht dich verändern musst. Ich meine, du kannst so sein, wie du willst, nur machst halt dann was, was vielleicht nicht so viele Mädels machen. Die 18-Jährige hat eine Meinung, das merken wir in unserem Interview. Auch wenn es um die Grid Girls, also die hübschen Frauen vor den Autos geht. Dagegen hat sie nichts. Sie würde sich dann aber auch gern mit einem gut aussehenden jungen Mann schmücken wollen. Also wenn ich jetzt einen Grid Boy vor mir im Auto stehen hätte, würde ich nicht nein sagen. Es gibt ja ein paar heiße Typen. Also falls jemand kommen will, ich bin da. Das eigentliche Ziel hat sie immer vor Augen, die Formel 1. In 4 bis 5 Jahren will sie in der Königsklasse des Motorsports ankommen und später als erste Frau auf das Siegerpodest. Ein schwerer Weg. Der bisher letzte deutsche Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg glaubt an sie. Da ist sie. Genau, da ist sie. Wir reden gerade von dir. Was für ein Zufall. Da ist sie. Möglich ist es natürlich. Warum nicht, oder? Ich hoffe, ich gebe mein Bestes. Also ich hoffe. Vollgas, oder? Aber wäre doch schön. Also wir wünschen es dir natürlich alle, dass du deinen Weg da gehst. Wäre doch toll. In diesem Jahr will sie das Trauma endgültig verarbeiten. Im November wieder ein Rennen in Macau fahren. Dort, wo der Horrorunfall passierte, möglichst weit vorn ankommen. Ja, tolle Leistung, Wahnsinnsgeschichte.